Eier. Was passiert denn? Moment, der kriegt doch nichts mit. Können wir jetzt vielleicht das Taschentuch an dem sauber wischen? Das ist zwar widerlich, aber... Hallo? Er hört mich nicht. Können wir den jetzt bemalen? Schau mal hier. Ich glaube, noch desinteressierter kann man gar nicht gucken. Oder mit dem... Schau mal hier. Wie wär's dann mit der Pfeile? Bestimmt nicht. Ja, mit dem Schweißer können wir jetzt wahrscheinlich nichts mehr machen. Abspielgerät. Die neue Musik scheint ihm viel besser zu gefallen. Können wir den jetzt vielleicht kaputt machen? Keine Ahnung wie. Vielleicht aufschließen? Das bringt nichts. Wahrscheinlich auch mit dem Stift nicht kaputt Verstehe ich schließen. nicht. Oder mit der Pfeile zerbrechen. Nee, nee, nee. Wie zum... Was ist das? Ein Ventil! Das Rad ist direkt mit der Filterkammer verbunden. Was passiert, wenn wir jetzt das Ventil vielleicht... Ach, guck hier, da! Der Filter wird durch ein Stück Stoff blockiert. Dann machen wir das Ding noch auf. Hallo, Stück Stoff! Ein Stück Stoff? Das sieht nach dem Ärmel einer Arbeitsuniform aus. Hier Äh? stehen zwei Initialen, M und S. Warum zum Henker? Ich dachte, als Funkerin habe ich mit Menschen. Stattdessen muss ich mich Tag ein, Tag aus mit toten Maschinen herumschlagen. Tja, doof gelaufen. Ich dachte, stattdessen. Aber wieso zum Henker? Moment, kann ich jetzt... Was passiert, wenn ich das Ventil jetzt wieder aufdrehe? Es blockiert. Wahrscheinlich hängt das mit der geöffneten Kammer zusammen. Kann ich die geöffnete Kammer vielleicht auch wieder schließen? Nee, kann ich nicht. Ah, jetzt weiß ich auch, warum wir den haben arbeiten lassen müssen, wenn wir hier ans Ventil kommen. Also das Interessante ist, ich war ja vorher schon einmal mit der Maus hier auf dem Ventil und da war nichts. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Gut, wir haben einen Ärmel. Wir wissen ja, der Kerl hat ja beim Unfall fast seinen Arm verloren. Und jetzt bräuchten wir einmal den Ich Namen. habe diesen abgerissenen Ärmel gefunden. Ich sehe es. Und? Der Verdächtige hat etwas von einem Unfall erzählt. Eine Maschine hätte ihm fast den Arm abgerissen. Und weiter? Reicht das denn noch nicht? Jemand will die Algenforschung vernichten und du sitzt hier rum und drehst Däumchen? Ah. Also daher weht der Wind. Aber das sag ich doch schon die ganze Zeit. Sie haben nie die Algenforschung erwähnt. Das wirft ein ganz neues Licht auf den Fall. Ich Aha. kombiniere. Ein fieser Energiemogul hat es mit der Angst zu tun bekommen. Die Svensche Wunderalge drängt auf den Markt und droht weltweit alle Kraftwerke überflüssig zu machen. Um das zu verhindern, kauft er einen meiner Mitarbeiter, lässt ihn eine Bombe legen und schickt damit die gesamte Algenforschung über den Jordan. Na endlich hast du es verstanden. Ach, kommen Sie. Sie meinen das doch nicht wirklich ernst, Doch. oder? Die Alge mag ja ganz nett sein, aber sie ist meilenweit davon entfernt, irgendjemanden zu überzeugen. Sie hat die Investoren überzeugt. Weil Ben Svensson die Präsentation manipuliert hat. Er hat was? Ups. Tja, ich glaube, Faye. Da hätte man doch vielleicht am Anfang etwas Jetzt bin ich ehrlicher sein direkt über sollen. der Delta-Algenstation. Wollen wir doch mal sehen, wie sich dieser Unfall ereignet hat. Was haben wir denn da? Kransteuerung, bedienen. Vielleicht kriegen wir damit was hoch. Oh Gott. Ah, so langsam kommt er hoch. Schön. Oh. Schöne Scheiße. Das sieht aber demoliert aus, das Ding. Gucken wir uns den Spaß doch mal von innen an.
Algenfilter. Der Kork filtert alle Stoffe, die in die Röhre hinein und aus der Röhre wieder herausdringen. Okay. Die Filter sind aus solidem Kork. Das ist schön. Und? Es riecht nach allem Möglichen. Wenn ich etwas Bestimmtes feststellen will, dann sollte ich eine Probe mit ins Labor nehmen. Aha, für die Spektralanalyse. Der ganze Filter ist zu groß zum Transportieren. Aber dann können wir doch hier mit dem Messer bestimmt was... Ich schneide etwas Kork aus dem Filter. Aha. Okay, gut, dann haben wir schon mal etwas Kork. Was haben wir hier sonst noch alles Schönes? Irgendetwas sagt mir, dass die Explosion von diesem Rohr ausging. Die Frage ist nun, was hat sie überhaupt erst ausgelöst? Es muss irgendwas von innen wahrscheinlich gewesen sein. Ich kann am hinteren Ende der Röhre etwas erkennen, aber es liegt zu weit weg, als dass ich es erreichen könnte. Moment. Vielleicht mit dem Zeigestock? Mit dem Stock komme ich zwar bis ans Ende der Röhre, aber etwas herausfischen kann ich damit nicht. Idee. Vielleicht mit dem Handel? So ein Firlefanz. Ah, Pillepalle. Auch nicht? Was ist dann mit dem... Ob das genauso gut funktioniert wie mit dem Flaschenöffner? Einfach mal ausprobieren. Haha! Kascher! Schön! Damit soll's gehen. Tatsache! Ein Flaschendeckel. Wie zum Henker kommt ein Flaschendeckel über die Filteranlage da rein? Ein Metalldeckel. Vielleicht von irgendeiner Chemikalie? Hoppala! Der Deckel hat einen stechenden chemischen Geruch. Ich meine, so etwas Ähnliches heute schon mal gerochen zu haben. Nur wo? Das war eine Probe unserer... Okay, also wir haben jetzt eine Chemikalie. Aus einer Chemikalie. Kernsteuerung. Kann man das Ding vielleicht erstmal wieder runterlassen? Eine Chemikalie. Die Plattform bleibt oben, bis ich weiß, was hier vorgefallen ist. Auf geht's zur Wohnboje. Und ich glaube, wenn du jetzt wieder da bist, gibt's erstmal einen Tritt in den Hintern. Nein, du bist noch nicht da. Das ist gut. Chemikalie. Irgendwas, was nach Chemikalien riecht. Aber hier war, glaube ich, nichts. Baupläne, Bücher, nichts, was mir Aufschluss über den... Nee, nicht wirklich. Gut. Runter. Mit der Waschmaschine konnte man, glaube ich... Nee, damit war... Nee, ich wollte hier runter. Kommen wir jetzt auch gleich direkt rüber. Wo ist Lisa? Oder Lisa? Die ist weg! Sie ist weggegangen! Ach scheiße, toll, jetzt muss ich hier ganz alleine arbeiten. Na gut, dann tue ich jetzt das mal halt alleine. Wollen wir die Kork-Sachen ins Reagenzglas schieben? So, und... aktivieren. Dann wollen wir mal. Aha, das Gerät hat einen Brandbeschleuniger festgestellt. Der Brand war also nur ein Unfall, ja? Wenn ich denselben Brandbeschleuniger noch woanders feststellen kann, könnte mir das einen Hinweis auf einen Tathergang geben. Aber wo soll ich nur suchen? Naja, wie wäre es mit dem Flaschendeckel vielleicht? Ich bin mir zwar nicht sicher, ob das klappt. Nein, der Flaschendeckel ist viel zu groß für das Reagenzglas. Kann ich... Handtuch vielleicht nehmen? Blödsinn. Nein, schade. Ha, Unfug. Gut, ich brauche also jetzt noch eine zweite Sache. Eine Chemikalie. Kann ich den Deckel unter dem Mikroskop vielleicht gucken? Wenn ich eine bestimmte Chemikalie feststellen will, benutze ich lieber den Massenspektrometer. Ja, das ist zwar schön und gut, aber... Der Deckel hat einen stechenden chemischen Geruch. Ich meine, so etwas Ähnliches heute schon mal gerochen zu haben. Nur wo? Ja,
das ist ja nur Wasser. Wasser trinken, nicht vergessen. Das Ding müsste mittlerweile, glaube ich... Nee, es wird bestimmt noch geschlossen sein. Wie ich es mir dachte, abgeschlossen. Ja. Gut, die Pumpe. Die Pumpe regelt den Luftdruck im Labor. Und sie arbeitet am besten, wenn man sie in Ruhe lässt. Na gut, dann lasse ich sie noch in Ruhe. Vorerst. Aber trotzdem brauche ich noch irgendwie eine Chemikalie. Lissas alte Waschmaschine. Moment. Riecht wie frisch gewaschen. Aus dem gleichen Grund ist es auch noch triefend nass. Der Deckel hat einen stechenden chemischen Geruch. Ich meine, so etwas Ähnliches heute schon mal gerochen zu haben. Nur wo? Hier unten ist nichts mehr, wo man dran riechen könnte. Und hier? Kann man das nicht irgendwie riechen? Da ist nichts weiter. Oder kann ich hier nicht etwas riechen? Da ist nichts weiter. Pack doch mal die Schnüffelnase aus. Mal so richtig tief inhalieren. Wer weiß, was man da nicht noch ein schönes Schnüffeln kann. Sonst haben wir hier aber, glaube ich, nichts. Algenfilter. Es riecht nach allem Möglichen. Wenn ich etwas Bestimmtes feststellen will, dann sollte ich eine Probe mit ins Labor nehmen. Kann ich nicht hier nochmal riechen? Außer Brandspuren kann ich nichts weiter erkennen. Irgendetwas sagt mir, dass die Explosion von diesem Rohr ausging. Die Frage ist nun, was hat sie überhaupt erst ausgelöst? Zumindest haben wir jetzt schon mal diesen komischen Deckel. Ein Metalldeckel. Vielleicht von irgendeiner Chemikalie? Der Deckel hat einen stechenden chemischen Geruch. Ich meine, so etwas Ähnliches heute schon mal gerochen zu haben. Nur wo? Vielleicht... Moment mal. Der rechte Ärmel riecht fast so wie der Flaschendeckel von der Algenfarm. Ich muss das allerdings erst näher untersuchen, bevor ich mir ganz sicher sein kann. Sehr gut. Ich schneide den Teil mit der Chemikalie einfach raus. So lässt sie sich gleich viel besser untersuchen. Aha! Wo ist der Rest des Kittels? Was hast du mit dem restlichen Kittel gemacht? Naja gut, dann ist der Rest des Kittels wahrscheinlich jetzt erstmal weg. Und hier fehlt der Zeiger, dass es hier noch weggeht. Ein Glück habe ich das jetzt so gefunden. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich tagelang hier auf diesem Bridge festgehangen. Dann jagen wir mal den Rest des Kittels durch die Spektralanalyse. Ich nehme erst den Kork raus. So, mein alter Laborkittel ist bereit zur Analyse. Dann bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich aber gespannt. Tatsache. Sowohl auf dem Ärmel als auch in dem abgebrannten Rohr findet sich der gleiche Brandbeschleuniger. Hatte Lissa nicht gesagt, dass Duwe den Kittel manchmal trägt? Zum Saubermachen. Spukst du immer noch hier herum? Wie hast du es eigentlich all die Jahre ohne deine geliebte Alge ausgehalten? Duwe, lass das. Ich darf das. Jetzt darf ich das. Wenn der eigene Vater anfängt, in deinen Privatsachen herumzuschnüffeln und dich vor der größten Tratschtante Norwegens bloßstellt, dann darf man sowas. Was willst du eigentlich von mir? Ich will mit dir reden. Worüber? Darüber, dass ich schwul bin? Ist es das? Oder doch wieder nur über... Ja, ich will mit dir über die Alge sprechen. Oh, ich wusste es. Über was sonst? Du hast die Alge. Ja, könnte man so sagen. Hast du deswegen die Forschung sabotiert? Bent, jetzt reicht's. Lass ihn ausreden, Lissa. Ich glaube, jetzt wird es interessant. Was hast du herausgefunden? Herausgefunden? Dass du dir nichts sehnlicher wünschst, als hier zu verschwinden. Dass unsere beste Algenkultur vor 2 Wochen zerstört wurde. Kurz bevor die Investorengespräche anfingen. Und dass es kein Unfall war. Es war ein Unfall. Nein,
Ich habe Brandbeschleuniger in der Algenstation gefunden. Das Feuer ist absichtlich gelegt worden. Und du glaubst, dass ich das war? Ich habe die gleiche Substanz an meinem alten Kittel gefunden. Meinen Kittel, den mein Sohn noch manchmal trägt. Und weiter? Hast du oder hast du nicht das Feuer gelegt? Du hast. Deine Mutter würde sich schämen. Ihr hört jetzt sofort auf damit. Ach, das ist doch alles nicht wahr. Nein. Das macht es ja gerade so komisch. Ich blick jetzt nicht mehr durch. Es ist nicht wahr. Es war wirklich nur ein Unfall. Und du denkst, ich hätte... Was sollen diese Spielchen? Bent, er hat recht. Der Brandbeschleuniger war Spiritus. Nach dem Unfall haben wir die Station damit gereinigt. Ich bin genauso wie du. Ich denke nie an mich. Nie. Ich hasse meine Arbeit hier. Aber ich habe immer weitergemacht. Ich denke, das ist jetzt vorbei. Lass uns bitte einen Moment allein, Bent. Ich werde mit ihm reden.